Es ist ein persönlicher Abschied von jedem einzelnen der anwesenden Kardinäle. Dann verlässt Papst Benedikt XVI. Den Vatikan. Zum Abschied kreist der Hubschrauber noch ein letztes Mal über den Petersplatz, wo ihn die Glocken des Doms und viele Gläubige verabschieden. Zuvor hatte Benedikt in der Sala Clementina des Apostolischen Palastes noch einmal das Kardinalskollegium getroffen. Schon bald wählen sie ein neues Oberhaupt der katholischen Kirche. Doch nicht wenige haben die Sorge, Benedikt könne eine Art Schattenpapst bleiben. An sie richtet Benedikt eine klare Botschaft. Unter euch Kardinälen ist der künftige Papst. Ihm verspreche ich meine unbedingte Wertschätzung und Gehorsamkeit. Es ist wohl die wichtigste Botschaft, die Benedikt seinen Kardinälen mit auf den Weg gibt. Das letzte gemeinsame Treffen sei einer der schönsten Momente mit dem Papst gewesen, sagen viele. Es war sehr emotional. Ich habe mich an die vielen Gespräche mit ihm erinnert. Niemals werde ich seine Klarheit, seinen inneren Frieden und seine heitere Gemütsruhe vergessen. In Castel Gandolfo, der vatikanischen Sommerresidenz südlich von Rom, ist Benedikt nun angekommen. Hier haben sich tausende Gläubige versammelt, um den letzten öffentlichen Auftritt des Papstes zu erleben, auch wenn es nur ein kurzer Gruß ist. 2 Monate lang will Benedikt hier in stiller Einkehr verbringen. Die päpstliche Sommerresidenz liegt ihm besonders am Herzen. Es ist eine Idylle und ein Ort, der nicht zu Italien gehört. Extraterritoriales Gebiet, eine Art Botschaftsgelände des Vatikans. Dann geht es weiter. Nicht mehr der apostolische Palast wird Benedikts Zuhause sein, sondern das Kloster Mater Ecclesiae, nur wenige hundert Meter entfernt. Hier wird noch renoviert, seit November übrigens. Eine letzte Ehrerbietung für den Papst. Auch viele Würdenträger hatten vor allem Respekt vor dem intellektuellen Benedikt. Mit seinem Abschied hat er viele Herzen neu erobert.